Heute Morgen hat ein Lkw-Unfall in Wiesbaden-Biebrich rund um den Amöneberger Kreisel in Mainzer Straße und auch auf den Autobahnen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Wiesbadener Polizei hat ermittelt, dass ein Container-Lkw auf der Mainzer Straße in Richtung Amöneberger Kreisel unterwegs war und dort mit dem Aufbau an einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben ist. Dabei wurde der Lkw auf eine Fahrbahnbegrenzung aus Beton katapultiert und hat sich dort richtiggehend verkeilt, musste anschließend mit schwerem Gerät befreit werden. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag beziffert. Wie hoch der Sachschaden genau ist, können wir derzeit noch nicht sagen. Glücklicherweise wurde der Fahrer des Lkw nicht verletzt und natürlich hat dieser Verkehrsunfall im Berufsverkehr für ein richtiges Verkehrschaos gesorgt und da ging teilweise rund um den Amöneberger Kreisel gar nichts mehr.